So, jetzt gibt's mal ein anderes Format. Und zwar habt ihr uns einige Fragen gestellt und wir haben uns gedacht, okay, machen wir jetzt ein Video nach dem anderen und das dauert dann ungefähr 6 Wochen, bis ihr dann zu eurer Antwort kommt. Und wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal jetzt ein längeres Video. Change, genau. We're always there for change. Und ja, packen einfach ein paar Fragen rein. Ihr seht die jetzt gerade angezeigt, diese Fragen. Und des Weiteren, wenn ihr jetzt euch nicht alles anschauen wollt, könnt ihr unten auf die Timestamps, wie man sagt, gehen. Das heißt, da ist unten so eine Zeitangabe. Wenn ihr draufklickt, springt das Video sofort zu dieser Frage hin. Und dann gewinnt ihr einfach ein bisschen Zeit. Damit würde ich sagen, starten wir. Ja, okay, steigen wir sofort ein in die erste Frage und die war über Sekten und Irrlehrer. Wie geht man mit denen um? Ist ja ein Thema, womit wir auch in Kontakt kommen. Hast du mal irgendwie die Zeugen Jehovas vor der Tür? Damit habe ich jetzt direkt schon gesagt, was wen ich als Irrlehrer bezeichnen würde. Ist, ja, wir können vielleicht noch auch erklären, warum wir das so glauben. Genau, jetzt einfach spezifisch mal von der Namen nennen, aber. Ja, wie geht man generell mit Irrlehrern um? Einmal von der Bibel mal, was sind überhaupt sogenannte Irrlehren? Wir lesen mal zusammen wichtige Verse aus dem 2. Johannesbrief, ja, Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Gebt Acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Also, da werden Verführer genannt. Was ist ein Verführer? Verführer ist jemand, der verführt. Genau, also Natta hat wirklich die Grundlagen des Glaubens studiert, das merkt man. Und ich. Aber jetzt einfach konkret hier, was ist gemeint? Das sind Leute, die Grundlagen des Glaubens antasten, ja, die heilsentscheidenden Dinge. Das sind besonders die Person des Herrn Jesus, das ist alles, was mit der Erlösung zu tun hat, was das Wesen Gottes betrifft. Und da gibt es welche, die haben eben nicht festgehalten, wie Gott sich offenbart hat, nämlich als Gott und Mensch in einer Person, in Jesus. Ja? Genau. Wenn hier steht, ja. Und nee, sorry, was wolltest du noch sagen? Ich wollte dazu sagen, dass da steht, Jesus Christus im Fleisch kommt bekennen. Da steckt das beides drin. Sehr gut, sehr gut. Er ist eben wahrer Gott, nur Gott, der nicht prinzipiell im Fleisch ist, kann überhaupt im Fleisch kommen. Wir sind nicht im Fleisch gekommen. Genau, ja, wir waren immer im Fleisch. Genau. Aber er ist im Fleisch gekommen, er war auch wahrer Mensch. Viele andere Stellen der Bibel zeigen, dass wahrer Gott und wahrer Mensch in einer Person, wer das ablehnt, der bleibt nicht in der Lehre des Christus, also der Lehre, die wirklich Christus sein Wesen betrifft. Und das zeigt uns auch jetzt einen Unterschied zwischen Irrlehre und falscher Lehre. Weil es ist ja nicht jeder, der was anderes glaubt als du. Ja, ich nehme jetzt zum Beispiel mal Kindertaufe und Erwachsenentaufe. Ja, das ist natürlich ein krasser Punkt. Natürlich ist es es ist jetzt nicht eine mini kleine Sache, aber es ist nicht eine Sache, wo wir sagen können, ey, wer jetzt Kindertaufe macht oder Erwachsenentaufe, der hat kein Leben. Absolut nicht. Nee. Ja. Aber jetzt muss man sich fragen, okay, wo ist denn dann der Unterschied? Ich glaube, dass wir es gerade gehört haben, diese elementaren Punkte machen Unterschied. Und es gibt doch, will ich mal sagen, Beispiele in der Bibel, die wir sehen können. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal einen, der Apollos zum Beispiel. Der konnte ziemlich gut predigen, aber der wusste nicht ganz genau den Weg. Und dann wurde ihm das von Aquilas und Priscilla, wurde ihm das genauer erklärt. Absolut. Ja, der Weg. Also das war nicht jemand, der hat sicherlich falsche Sachen ein bisschen auch so geredet in seinen Predigten, konnte das halt sehr, sehr rhetorisch gut rüberbringen. Mhm. Aber dann haben die gesagt, okay, das ist nicht ganz so richtig. Ähnlich wie beim Natter. Ja, wie bei mir auch. Ich rede ja auch viel Müll. Und dann deswegen treffen wir uns ja auch ab und korrigiert mich der Christian und dann habt ihr die gesunde Lehre. Ja. Kommt dann doch letztendlich zu euch rüber. Ihr könnt ja auch dankbar sein, auch dem Christian dafür. Ja, so ist das. Und auf jeden Fall gab es noch den Petrus, ja. Ja. Der musste ja dann auch mal korrigieren. Ja. Ja, nee. Also Petrus, dann gibt es auch noch das Beispiel von Petrus, ja. Das war schon ein bisschen happig, ja. Und das ist auch ganz interessant, was da passiert ist. Der Paulus kommt und der Petrus sitzt da und ist mit welchen am Essen? Sorry, nee, der Petrus sitzt da, ist am Essen mit Nichtjuden und Juden. Und dann kommen welche von Jakobus und der Petrus denkt sich, oh, jetzt sehen die ja, dass ich mit Nichtjuden esse. Ich trenne mich nochmal. Ist interessant, der hat gar nichts Falsches gelehrt, aber der hat was gemacht. Die Form, sieht man, hat auch einen Einfluss. Mhm. Hat was eigentlich gelehrt, indem wie er gehandelt hat. Super interessant. Und der Paulus hat es gesehen, hat sich, und das war natürlich am Anfang von der Christenheit, das war so wichtig, diesen Punkt klarzustellen. Und da musste der Paulus einfach sagen, Petrus,
das ist nicht, was wir lehren. Richtig. Interessant, eine Verhaltensweise, ne? Ja. Da denke ich jetzt auch mal gerade. Zum Beispiel auch jemand ganz anders jetzt als das Apollos-Beispiel wäre noch, finden wir in 2. Timotheus 2, könnt ihr auch mal für euch durchlesen, da gab es zwei Leute, Hymenäus und Philetus, die haben gelehrt, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Ja. Und da steht dann, dass sie dazu, diese Lehre hat dazu geführt, dass etliche von der Wahrheit, also dass sie selber von der Wahrheit abgeirrt sind und den Glauben von anderen eben dadurch zerstört haben. Das ist schon was sehr Fundamentales. Das ist was sehr Fundamentales und das ist auch, was wir heute wieder sehen. Erstens mal sehen wir das Prinzip, wenn du jetzt gerade das ansprichst, wir sehen das Prinzip, dass Irrlehren meistens so in die so reinkommen, indem die Wahrheiten nehmen, die Halbwahrheiten sind. Ja. Wenn zum Beispiel über die Auferstehung reden, hat die Auferstehung schon stattgefunden? Natürlich, der Jesus ist auferstanden. Hat es denn schon eine geistliche Auferstehung bei uns gegeben? Absolut. Natürlich sind wir geistig auferstanden. Also zwei Dinge völlig richtig, aber es gibt eine dritte Auferstehung und das ist die Auferstehung aus den Toten und die hat noch nicht stattgefunden. Ja, sonst wären unsere Voreltern und so weiter, die würden ja leben, aber die sind zurzeit noch im Grab. Und diese hat noch nicht stattgefunden und das ist, was die eigentlich da gesagt haben. Und wisst ihr was? Diese Lehre, die kommt schleichend auch genau dieser Lehre, jetzt wirklich mit der Auferstehung, ja, dass wir geistig sagen, das hat eigentlich schon, es haben geistliche Sachen schon stattgefunden, die noch nicht stattgefunden haben. Die kommen gerade hier auch in YouTube, ja, kannst du gerade nebenan gucken bei den Videos, schleichend durch die Tür. Und da müssen wir wirklich unheimlich aufpassen. Das sind nämlich nicht die Zeugen Jehovas, die an die Tür kommen, da weiß jeder Bescheid. Das sind mehr so kleine Sachen, wo du dir sagen musst, ja, wie macht man das eigentlich? Wie kann man das denn eigentlich? Was ist denn das Mittel dagegen gegen Irrlehren? Ja, vielleicht zum Sorry, aber ein Punkt noch, der mir da wichtig erscheint, einfach ist auch vielleicht das mal zu nennen: Allversöhnung und der sogenannte Universalismus. Was ist ja auch letztlich, dass eben wirklich alle errettet werden, dass alle zu Gott kommen. Das findet sich auch immer stärker, weil man mit diesem Gedanken nicht klarkommt, dass es ewiges Gericht gibt. Tastet aber auch letztlich die Grundlage des Glaubens an und sind Dinge, die wir einfach wirklich stark von uns weisen müssen. Mhm. Und wie macht man das jetzt? Lesen wir einfach weiter im 2. Johannesbrief. Da steht nämlich was dazu. Was sollen wir machen, wenn solche Verführer kommen? Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, das ist interessant, nicht nur das Falsche bringt, sondern das Gute nicht bringt. Ja, ja, anders als wir Menschen das sagen würden. Ja. Nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Mhm. Also Neutralität gegenüber so einer bösen, falschen Lehre wäre Gleichgültigkeit eben gegenüber Christus und würde mich Gemeinschaft haben lassen mit diesen bösen Werken. Total. Also Abstand. Abstand nehmen, aber um Abstand zu nehmen, muss ich erstmal wissen, dass es schlecht ist und deswegen wieder back to the word. Verstehen, was ist denn eigentlich die gesunde Lehre? Ja, das musst du erstmal wissen, um überhaupt zu entdecken zu können, was denn die schlechte Lehre, ja, oder böse Lehre oder nicht die Lehre des Christus ist, musst du erstmal die Lehre des Christus wissen, ja, genau, die kennen. Genau. Und dann kannst du die unterscheiden. Und vielleicht für den sozialen Umgang, hier geht es ja schon um das Kappen von einer sozialen Beziehung. Ja, man sondert sich wirklich ab, distanziert sich, aber ich würde einen Unterschied machen zwischen Verführern und Verführten. Ja, dass es einfach wirklich Leute gibt, die sind durch was beeinflusst, aber die sind noch fragend und suchend. Mhm. Und solchen musst du helfen. Ja. Und Leuten, die das aber wirklich aktiv reinbringen wollen, von denen musst du dich distanzieren. Sehr gut, ich glaube, wir können weitergehen. Die nächste Frage ist bezüglich Leben und Leben lassen. Ja, lass mich mal genau reden, was das war. Da geht es um Leben, Leben lassen. Was haltet ihr von dieser Aussage? Wie sieht es damit aus, das Leben zu genießen, ohne es zu hinterfragen? Genau. Sind wir voll für? Wir sind voll für das Leben genießen. Ja, wir sind voll für das Leben zu genießen. Auf jeden Fall sind wir dafür. Nur, vielleicht 1. Timotheus 6, da fangen wir erstmal damit an. Super Vers. Und zwar geht es darum, welches Leben denn? Ja, es gibt, wir wollen doch langzeitig denken. Es ist immer Nachhaltigkeit, so ganz wichtig bei uns immer, jetzt zur Zeit in der Welt. Und zwar steht da von den Reichen, dass sie nicht hochmütig sein sollen und sie sollen erkennen, was das wirkliche Leben ist. 1. Timotheus 6 und Vers 19, danke dir. Indem sie für sich selbst eine gute Grundlage für ihre Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Genau. Also wir wollen hier reden über das wirkliche Leben. Das wirkliche Leben ist das ewige Leben. Ja, es ist das Leben mit Jesus Christus und das kannst du ja auch total verstehen. Wenn du jetzt Christen dir anschaust, die mit Jesus Christus gelebt haben, guck einfach in die Gesichter und schau dir an, was
da passiert, da ist einfach Sonnenstrahlen. Ja? Das ist einfach Leute, die sind, wenn die 80 sind, ja, die strahlen einfach. Guck dir welche an, die waren 25 Jahre im Gefängnis für Jesus Christus und die strahlen aus ihren Gesichtern. Guck dir Leute an, die ihr ganzes Leben in Hollywood gelebt haben, was wir vielleicht so als die Bergspitze des menschlichen Lebens betrachten würden, ja, die Karrieren hatten und so weiter. Guck dir die Manager an, die Top-Firmen geleitet haben. Eine Traurigkeit, die in den Herzen ist. Deswegen, absolut, das wirkliche Leben, das kannst du nachprüfen. Das ist jetzt nicht nur, was in der Bibel steht, sondern das kannst du einfach tatsächlich sehen. Das ist das wirkliche Leben. Darüber wollen wir reden, das wollen wir auch genießen. Aber das ist jetzt dieses Paradox, was der Herr reingebracht hat. Der hat, indem du es nicht genießt, genießt du es. Also in der Hinsicht von, der Paulus sagte, dass wenn wir nur dieses Leben hätten, dann wären wir die Elendsten. Ja. Und 1. Korinther 15, kannst du nachlesen. Auf jeden Fall bedeutet das, dass das Christenleben hier nicht immer nur Spaß und Heiterkeit ist. Absolut. Die Bibel lehrt ganz klar, dass was das Diesseitige betrifft, dass es mit Opfern verbunden ist. Ja. Ne? Dass es mit Verzicht verbunden ist. Aber dass das der Genuss des echten, wahren Lebens ist. Von daher siehst du, dass jemand, der objektiv, dessen Leben du anguckst, auf vieles verzichtet, der am Ende seines Lebens nicht das Riesenvermögen aufgebaut hat oder möglichst viele Titel angesammelt hat, dass der, wenn du ihn fragst, subjektiv doch total glücklich und zufrieden ist. Und das ist eben ja dieses Paradox, von dem wir reden. In den Augen der Menschen vielleicht arm, in den Augen Gottes sehr, sehr reich. Mhm. Ja? Und in diesem Sinn, das wahre Leben betreffend, unbedingt leben und leben lassen. Aber nicht so einfach im Flow der Zeit dahinschwimmen, sondern was uns total wichtig ist, hinterfragen unbedingt. Ja? Hm. Das war ja auch, steckt in der Frage drin, ach, ich mache einfach mal so, was auf mich zukommt, ich lebe es in den Tag rein. Hm. Nein, die Bibel lehrt eindeutig, jetzt mal ein paar ganz wichtige Verse dazu, prüft alles, das Gute haltet fest. Also alles, was auf uns zukommt, auch irgendwas, was geredet wird, wir müssen es prüfen. Ja? Das ist jetzt nicht ja 5. Genau, 1. Korinther 10, der Paulus schreibt den Korinthern und sagt dann, beurteilt ihr, was ich sage. Hm. Ich sag irgendwas, es kommt ein neues Movement, es kommt irgendwie eine Idee, es kommt irgendwas auf uns zugerollt. Ihr sollt es beurteilen, nicht einfach euch wegschwemmen lassen ja, von so einer Welle. Und auch Römer 14, ganz interessant, da steht, lasst uns nicht einander richten, also ihr sollt nicht euch als Person alle fertig machen, aber dann kommt was, richtet vielmehr dieses, Doppelpunkt, dem anderen nicht einen Anstoß geben. Also ihr trefft auf Verhaltensweisen um euch rum, seht, wie euer Mitchrist sich verhält, das müsst ihr eine Beurteilung zu haben. Und ihr müsst fragen, was sagt die Bibel dazu? Und dann bewusst leben, wirklich selber leben, bewusst leben. Also, wofür wir da plädieren, wenn das heißt mit leben lassen, ist eine christliche Toleranz. Das heißt einfach, ich muss bestimmte Sachen richten in ihrer Essenz, ja, sagen, ob was richtig oder falsch ist. Ich richte jetzt zum Beispiel, dass dieser Stuhl mich hier halten wird. Das habe ich jetzt so gerichtet, deswegen habe ich mich hier hingesetzt. Aber dann doch leben lassen, das heißt die Liebe haben, dass ich lasse jemanden leben. Ich köpfe den nicht, ja. ich sag, okay, du kannst so leben, aber ich sage dir trotzdem, dass es falsch ist, ja, im schlimmsten Fall. Ansonsten sage ich, dass ich das total genial finde, was du machst. wir richten schon, man muss schon richten als Christ, ganz klar. Ja. Ja, aber nicht eine Person in sich richten und leben lassen, in der Hinsicht dann schon. Ja, wir müssen einfach auch Menschen, die völlig Böses machen. Der Herr lebt ja auch mit, lässt ja auch die Menschen leben. Ja, gibt Regen, total. Saat und Ernte. Und übrigens, was vielleicht ganz kurz cool ist, dachte ich sogar, wo du das sagst, also volle Kanne leben, das wirkliche Leben und Christus leben lassen in dir. Ja? Ja. Und da haben wir eigentlich dann alle Sachen, also cool. Ein paar Gedankenanstöße hier. Nächste Frage. Sport als Sucht. Ja, da will ich vielleicht kurz mal was dazu sagen. Dafür werde ich jetzt geköpft werden. Du wirst auch noch gekreuzigt, weil du es genauso siehst. Leute, ich will jetzt wirklich, ich will mal an heißes Eisen ran. Ja, besonders was Jungs angeht. Ihr wisst schon, welche Richtung es geht. Sport als Sucht oder Sport als Götzendienst? Minigolf. Ihr wisst genau, wie gefährlich. nee, ich will jetzt was über Fußball sagen. Wisst ihr warum? Weil Fußball, das, was ihr hört, ja, in keiner Gemeinde, evangelikalen Gemeinde, hört ihr, dass Fußball ein Problem ist. In keiner Predigt, sag euch, weißt du, was ihr immer hört? Ihr hört das immer so.
ja, muss man auch ein bisschen gucken, was man seine Zeit verschwendet und so. Ich will jetzt nichts was gegen Fußball sagen. Ich meine, Fußball spielt an sich ja überhaupt kein Problem. Ihr dürft auf jeden Fall Fußball spielen und dürft auch jeden Abend, den Samstagabend dürft ihr Sportschau oder Sonntag dürft ihr auch noch, das und das Spiel, ist gar kein Problem, ist gar kein Problem. So, mal einfach mal sagen, wisst ihr, was der, ich denke, der größte Götzen, den es für uns Jungs in Deutschland ist, das ist Fußball. Ja. Warum? Götzendienst ist doch einfach das. Es ist, wo gibst du deine Zeit hin? Wo gibst du dein Geld hin? Und vor allen Dingen, wo gibst du deine Liebe hin? Offenbarung sehen wir, was wird gesagt zu Ephesus? Dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ja? Und nichts gegen den Club. Ja? Aber ich nehme jetzt einfach mal einen Club raus. Ja? Zum Beispiel BVB, war ich früher Fan von. Ich ja, auch, die als die Meister waren, 95. Ja. Lars Rick. Ich war ganz treuer Fan. So, ja, auf jeden Fall, die haben ja den Slogan, echte Liebe. Ja, sorry, aber das geht nicht. Ja, das ist in dem Vergleich, ja, die erste Liebe verlassen. Und die sagen, und das ist ja alles so aufgebaut. Das hat jemand mal auch mal eine Reportage gemacht darüber und hat mal gezeigt, wie diese Clubs eigentlich Kirchen spiegeln. Also die, ja, wie eine Religion aufgebaut. Absolut. Sind, wo du hast da eine Ältestenschaft, du hast da ein Ziel, du hast eine Mission, du hast Opfer, du hast ganz viel, du hast Stars, ja, du hast Prediger, du hast ja, Predigten, so Pressekonferenzen und diese Art von Sachen, Ich bin mal an einem Auto vorbeigekommen, war ein Schal hinten drin und da stand drauf, ich folge dir überall, wo du hingehst. Und das erinnert nicht nur an Interesse, das erinnert ja an Hingabe. Mhm. Ja. Das ist wirklich eine ganz exzessive Bindung, die da entsteht und die steht uns Christen, die steht nur einem zu, Hingabe und Anbetung. Mhm. Ja, das ist Gott. So, und jetzt kann man sich natürlich sagen, okay, Leute, spielt ihr denn Fußball? Ja? Ja, spielt einmal die Woche Fußball. Ja, definitiv. Ich liebe den Sport. Ja. Ich habe auch, will ich mal sagen, ganz ehrlich, muss ich dazu sagen, ich bin letztes Jahr voll reingezogen worden, was Jupp Heynckes und so weiter angeht, diese Story. Die erzählen so eine krasse Story, gerade auch im Internet. Das ist super gut gemacht. Ja. Mhm. Wie die dich. Das ist einfach so spannend. Jetzt auch wieder das nächste Jahr, was jetzt ansteht, ja, Premier League und auch Klopp und so weiter, was die da vorhaben und der Bayern, das ist auch wieder total interessant mit der neuen Periode. Aber wir müssen doch einfach ehrlich sein, oder? Wir müssen einfach ehrlich sein, jetzt ist dieses Jahr vor uns und wie viele hunderte von Stunden werden wir jetzt da reinballern? Was könntest du in der Zeit machen? Was könnte auch ich in der Zeit machen? Und die Sache ist die, wollen wir diesem Götzentum einfach pflegen und dem einfach voll nachgehen? Oder wollen wir, sagen wir, nee, ich möchte Christus nachfolgen, ja? Und da gibt es einen großen Unterschied. Es gibt einen großen Unterschied, ob du Fußball einfach spielst, ja, für dich einen Ausgleich hast, körperlichen Ausgleich und so weiter, oder ob du das nächste Jahr 500 Stunden da reinballerst. Und da sagt die Bibel einfach zu, 1. Korinther 6, ja, Vers 12, um einfach dazu noch bringen, ich will mich von keinem beherrschen lassen. Mhm. Und ein Ding, was so Anziehungskraft auf mich ausübt und so viel von meinen Ressourcen fordert, ja, dass letztlich, wenn wir ehrlich sind, beherrscht es uns doch. Und ich habe manchmal sehr Angst, dass wir in unserem Leben als Christen so dahin kommen, dass wir bei vielen Sachen sehr, sehr tolerant sind, die an sich vielleicht nicht so böse sind. Mhm. Ja. Aber vielleicht dazu auch nochmal der Punkt, Sünde ist nicht immer was in sich ganz zerstörerisch ist. Ja, wie, was weiß ich, wir denken jetzt an Prostitution, Drogen nehmen und so, sagen wir, das ist ganz böse. Die Martha und die Maria, die waren zusammen, als der Jesus im Haus war. Das war eine einmalige Chance, der Herr hat gelehrt. Und die Martha hat nichts Böses gemacht, in sich selbst Böses. Ja? Sie hat sich einfach um den Haushalt gekümmert. Sie hat gearbeitet und der Jesus sagt, die Maria hat das gute Teil erwählt, die sitzt hier und hört zu. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Du bist abgezogen von mir. Durch viele Dinge. Durch Fußball sind wir abgezogen oft von dem Herrn. Jetzt mal ganz ehrlich, ich hatte das mit Windsurfen, das war für mich wirklich eine große Herausforderung, das dem Herrn auch hinzulegen. Wie oft habe ich im Internet gehangen und sogar, man will ja da nicht so viel Geld ausgeben, dann macht man es halt alles gebraucht. Ja? Hängt noch mehr Zeit rein, nach Sachen zu suchen. Wie viel Geld habe ich ausgegeben für die Sportartikel? Viel weniger, als ich dem Herrn geschenkt habe. Und das zeigt einfach, wenn wir ehrlich sind, wir können sagen, oh, mein Herz hängt nicht dran. Guck deine Zeit an, guck dein Geld an, dein Herz hängt doch dran. Sonst hätte ich nicht so viel da rein investiert. Also, da müssen wir schon ehrlich sein. Und da wollen wir auch Matthäus 7 wirklich ausleben, in der Hinsicht, wir wollen euch wirklich nicht richten, was das angeht, weil du kannst mich morgen finden, dass ich mir irgendwie ein Fußballvideo angucke. Wirklich, das ist eine Sache, das ist mein persönlicher Kampf zurzeit. Aber ich weiß, dass es auch dein persönlicher Kampf ist. Ja? Und ich will dir das einfach mal einfach vorlegen, weil ich weiß, dass du es sonst vielleicht nie hörst. Von jemandem, der dir einfach mal sagt,
ja, pass wirklich auf, das ist wirklicher, echter Götzendienst. Absolut. Und da haben wir noch eine extra Frage als Unterpunkt, ja? Jetzt, wenn wir über das Thema Sport reden, das war die Frage nach Kampfsport. Ja. Wie sieht's aus mit Kampfsport in der Bibel? Ja. Wir haben ein bisschen rumüberlegt, eben, als wir das Thema gesprochen haben, was sagt die Bibel dazu? Und da merkt man doch, also vielleicht erstmal grundsätzlich Interessen durchzusetzen mit Gewalt, dass da sagt der Herr eine klare Absage. Ja, als es ging, um Schwerter auszuteilen und so, und als einer, also Petrus sagt so, mit dem Schwert reinhauen, wenn wir angegriffen werden, da sagt der Herr ja in einem anderen Zusammenhang, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Jünger gekämpft. Also darum geht's nicht. Aber bei der Frage ist es jetzt auch eher im Fokus, wie ist denn das zu sehen als Sport und vielleicht auch in Richtung Selbstverteidigung? Jesus hatte, nochmal ganz kurz in Lukas 22, der Vers, da sagt der Jesus, dass man sich ab jetzt ein Schwert kaufen soll. Ja? Aber dann haben wir doch gesehen, danach wird direkt sagen Leute, hey, hier ist ein Schwert. Und dann sagt der Jesus, okay, es ist genug. Das genau. Heißt auf gut Deutsch, Leute, ihr habt es nicht verstanden unbedingt, ja, Worauf ich hinaus will. Und im gleichen Kapitel haut der Petrus auch drauf. Also da kann man einfach vielleicht nicht unbedingt auf Selbstverteidigung kommen. Und doch haben wir uns gedacht, dass wir ehrlich zueinander sein müssen. Einfach mal, dass man jetzt die Situation nimmt, dass man in einem Haus drin ist, man hat Kinder, da bricht jemand ein und geht in dein Kinderzimmer zum Beispiel. Du hättest jetzt, will ich mal sagen, einen Knüppel in der Hand. Würdest du draufhauen oder würdest du in dem Fall, wenn du eine Pistole hättest, würdest du in die Beine schießen oder so? Definitiv. Ja, absolut. Du würdest es machen, da muss man einfach ehrlich sein. Und du würdest das auch, jetzt überlegt machen. Ja? Du denkst jetzt drüber nach und du sagst, ja, ich würde es machen. Definitiv. Da muss man einfach ehrlich sein. Und man würde auch kein schlechtes Gewissen haben vor Gott. Genau. Weil nämlich, und das ist sehr schön, dass die Bibel uns halt nicht so aus dem FF zu den Sachen jeder einzelnen Situation schildert, aber Grundprinzipien zeigt. Mhm. Und da steht in der Bibel, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also es wird gesagt, dass das sich selbst lieben nicht was Erstrebenswertes ist, was man jetzt, wo man sagt, das musst du machen, liebe dich selbst, sondern es wird eigentlich gesagt, das ist ganz normal, du dich selber annimmst und dass du dich auch selber erhältst, deinen Körper. Du isst zum Beispiel regelmäßig, also wer jetzt aufhören würde zu essen und im Krankenhaus landen würde, wird als krank bezeichnet. Ja, ja. Und so würdest du auch deinen Körper erhalten und beschützen. Und auch deine zu dir gehören, deine Frau, Kinder, sich um die zu kümmern, das sagt die Bibel auch, ja, auf die aufzupassen, für die auch zu sorgen. Mhm. Also das würden wir einfach sehen aus dem Gesamtkontext, den Gott uns zeigt, dass es normal ist, sich selbst zu verteidigen. Ja. Deswegen, wenn jetzt jemand irgendwie Jiu-Jitsu macht oder irgendwelche Kampfsportarten, dann ist es meistens einfach nur eine Sportart, ja, die Leute machen. Da könnte man jetzt nicht so direkt gegen sagen. Worüber man was gegen sagen kann, ist, wenn das extremer wird, dann weiß man ja, dann geht es mehr wieder in diesen religiösen Part. Also ab einer bestimmten Hinsicht, wenn du jetzt so Kampfsport machst und das wirklich auf einem hohen Level machst, da musst du irgendwann den anderen, da geht es ja schnell auch in Hass und so weiter rein und auch die Art und Weise. Starke Aggression auch. Aggression, auch Selbstvergötterung. Du musst einfach denken, ich bin der absolut mega Beste. Ich glaube erst überhaupt nicht daran, dass man mich überhaupt besiegen kann. Da kommen dann Sachen ins Spiel, die haben mit Christentum überhaupt nichts mehr zu tun, sondern geht sogar teilweise dann sogar ins Teuflische. Ja. Ja. Also einfach ein paar Gedanken, wo man sich dann einfach auch mal überlegen kann, Herr, wie sieht es da aus mit der Art Kampfsport, die ich vielleicht mache? Wir können da kein Schwarz-Weiß, sondern euch das einfach mal so vorstellen. Genau. Nächste Frage war bezüglich, hängt noch ein bisschen dran, und zwar ging es da, hat jemand gefragt, was haltet ihr jetzt von Fitness? Und es geht ja teilweise in den Fitnesswahn über. Ja. Ist ein Problem, was uns begegnet, ja. Also unter Christen in der Welt sowieso sehr stark, in den Medien sehr, sehr stark. Mhm. Ja. Ständig gibt es ein neues Rezept, wie man halt in 2 Wochen einen Strandkörper bekommen kann. Und also ein Punkt, der uns am Herzen liegt, dass wir den Eindruck haben, sehr stark, dass in unserer Zeit das Körperliche sehr, sehr überbetont wird. Mhm. Und Gott hat uns geschaffen als Menschen, als bestehend aus Körper, Seele und Geist. Und der Geist ist das Spitz. Alles klar, okay. Sorry, mal zurückspulen. Geist, Seele und Körper. Jedenfalls, der Geist ist das Höchste, was wir Menschen bekommen haben, weil der uns befähigt, mit Gott in Beziehung zu treten. Ja? Anders als Tiere,
Ja, die haben auch einen Körper, aber die haben keinen Geist. Mhm. Und Gott hat eigentlich diese Krone gegeben, dass der Geist sollte deswegen auch den Körper beherrschen. Ja? Ja. Und wir haben dieses Dreieck, wo der Geist die Spitze ist, das haben wir heutzutage auf den Kopf gestellt und haben den Körper an die Spitze gebracht. Ja? Mhm. Und das glauben wir schon, dass das einfach entgegen dem Schöpfungsgedanken ist. Schon mal als ein Punkt. Mhm. Ein weiterer Punkt ist, dass dieses, da müssen wir auch wieder ganz ehrlich zueinander sein, dass teilweise diese Fitness-Ebene mittlerweile, also erstmal fragen, warum kommt das, dass wir so viel Fitness machen? Das hat wieder was damit zu tun, was die Welt möchte. Die Welt möchte wahrscheinlich die Kosten senken, was so die Gesundheit angeht, ja, das Gesundheitsbudget runtermachen. Und die denken sich, wie kriegen wir die Leute dazu, Sport zu machen? Dadurch werden viele Sachen finanziert, die es vereinfachen. Ist ja auch nicht schlecht. Also Blutdruck sinkt zum Beispiel, ja, also das ist gut. Ja, also ist natürlich super gut. Ich mache ja auch, ich laufe jeden Tag, versuche ich. Das ist natürlich sehr, sehr gut, Sport zu machen, auch Fitness und so weiter zu machen. Aber da jetzt kommt wieder diese extreme Ebene und diese extreme Ebene geht dann über in Religion. Ja. Und ich nehme jetzt einfach mal eine App, ja, was in Deutschland sehr bekannt ist, ja, Freeletics. Ist aber interessant, diese Übung, dass die alle griechische Namen haben. Okay. Und wenn du dir die Werbung anguckst und so weiter, das geht sehr, sehr stark in den griechischen Körperkult. Und worum ging es beim griechischen Körperkult? Es ging darum, einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mhm. Und ist es nicht so, dass man auch, wenn du jetzt diese ganze Yoga-Sachen und so weiter anguckst, wenn es darum geht, dass man denkt, wenn der Körper schön aussieht, dann ist das Innere auch schön. Ja, schrecklich. Falschrum. Ja, das ist der Gedanke auch dahinter, ja. Dass du irgendwie versuchst zu zeigen, hey, mein Körper ist so schön und meine Haut so schön rein, deswegen ist ja auch innen drin, ist es ja auch rein. Und das ist, natürlich würdest du jetzt als Christ da nie zustimmen, aber im Unterbewusstsein und bei denen, die das, will ich mal sagen, im New Age schon weiter drin sind, ja, die finden das auch, denken das auch, dass es genauso richtig ist, ja. Also Reinheit durch Schönheit, das ist ein Prinzip, was dann schon religiösen Charakter hat. Absolut. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass man nicht da rein verfällt. Und ich denke manchmal so, also wenn man so im Schwimmbad ist, da gibt es ja so manche, die haben dann so eine schmalgeschnittene Badehose. Gibt's die noch? Von oben und unten, von oben bis unten mit Selbstbräuner beschmiert und laufen dann immer oder am Strand so auf und ab. Ja? Mhm. Und versuchen immer alles gut in Spannung zu halten und gucken dann auch immer, ob sie beguckt werden. Ja, im Fitnessstudio ist es auch so. Ich gucke mir das manchmal so an und denke, es tut mir richtig leid. Also mir richtig aufrichtig leid, dass jemand nicht mehr zu vermitteln hat, als dass man seine Muskelberge anglotzen soll oder seine Oberweite oder sein Hintern jetzt, also bei einer Frau. Ja. Da degradiert man sich doch eigentlich zu einem Stück Fleisch. Ja. Also, und das finde ich, wir haben auch als Menschen viel mehr zu bieten und noch viel mehr als Christen. Ja. Wir haben so viel mehr, wo wir drüber sprechen können, was wir vermitteln können und ausstrahlen können. Mhm. Und wenn du deswegen so viel Zeit in deine Körperverbesserung investierst, dann lebst du an dem vorbei, wofür Gott dich eigentlich vorgesehen hat. Und das ist dann doch wieder sehr grundsätzlich sogar. Mhm. Von daher vom Fitnesswahn und Fitnesskult müssen wir einfach abraten. Ja? Mhm. Okay, jetzt haben wir die Haut besprochen. Jetzt kommt was auf die Haut drauf, das ist Kleidung. Das ist die nächste Frage. Und zwar, Bekleidung von Christen. Ich weiß nicht mal genau. Die Frage war ja, wie ist denn das mit Schminken, mit Klamotten? Wie soll man sich da anziehen? Ja, aufreizend und so weiter. Ja? Also was darf ich, wie weit darf ich gehen als Christ? Ja, ja vielleicht, es gibt jetzt so diese Standardsachen, die man schon vor 50 Jahren beantworten konnte. Aber bei uns ist noch was Krasseres jetzt dazugekommen in unserer Generation, nämlich dass, will ich mal sagen, dass wir Instagram haben, was eine App ist, wo natürlich es geht sehr, sehr viel um Bilder und Videos. Mhm. Und das hat eine ganz neue, Snapchat auch, das hat eine ganz neue Art des Aufwachsens, würde ich sagen, eingeführt. Und gerade das was. Das Visuelle auch, ist eigentlich viel stärker jetzt, oder? Ja, sehr viel stärker. Mhm. In welchem, ja, was denkst du? Ja, ich denke. Was ändert das oder was. Dass man im Prinzip, auch wenn man sich überlegt, wie kann ich mich selbst vermarkten, hätte man, ja, vor 100 Jahren hätte man vielleicht noch eher einen Artikel geschrieben, ja. Mhm. Heute macht man ein Foto von sich und stellt das irgendwo rein. Sehr gut. Und vermarkten, vielleicht bist du vielleicht am Wochenende mal auf den Dorfmarkt gegangen und hast dir wirklich darüber Gedanken gemacht, wie sehe ich denn aus und so weiter. Oder als Christ bist du auf irgendeine Konferenz oder ein Event gegangen oder so und hast dir in dem Augenblick gefragt, wie sehe ich denn aus und wie mache ich das? Jetzt muss ein Mädel, die 14 ist, ja,
die muss jetzt jeden Tag, muss die sich Gedanken darüber machen, wie ihr nächste Story sein wird auf Instagram oder auf Snapchat. Das ist Wahnsinn, wie viel du dich mit dir selbst beschäftigen musst, um drin zu bleiben. Denn es gibt etwas, was jetzt auch noch da mit einwirkt, das ist Peer Pressure. Ja, das ist deine Peer Group, dein Freundeskreis. Und über Snapchat, wir haben gestern auch drüber gesprochen, ja, um deine Flamme aufrechtzuerhalten, ja, um drin zu bleiben, musst du ständig posten. Ja. Das ist total krass, was es mit deinem Gehirn macht und mit deiner ganzen Persönlichkeitsentwicklung. Und da kommt es dann natürlich rein, dass die Kleidung also fast noch viel wichtiger ist als früher, ne? Weil es gilt immer, der Spruch ist ja so alt, ja, von dem Gottfried Keller, Kleider machen Leute. Mhm. Aber es ist ja so, das heißt, du präsentierst dich sehr oft, dabei präsentierst du sehr oft deine Kleidung. Mhm. Und da ist halt die Frage, die wir jedem von euch echt mal einfach stellen möchten, wenn Kleider Leute machen, was willst du denn vermitteln, wer du bist? Denn das machst du durch deine Kleider. Ja, da kommt der Spruch nämlich. Der Spruch kommt, das ist alles ganz egal. Ja, das sind Äußerlichkeiten und so weiter. Wenn man das, und das stimmt nicht. Du weißt das ja auch. Bitte, da müssen wir einfach ehrlich sein. Wir sind auch mal ehrlich. Wenn wir jetzt hier sitzen, ja, wir machen hier eine Show und wir wissen, das wird ausgestrahlt, das kann sich jeder angucken in der Welt. Natürlich machen wir uns in einer gewissen Hinsicht zurecht. Wir haben sogar, wenn wir jetzt, wir haben hier Lampen, ja, und wenn wir jetzt kein Make-up hier drauf hätten, ja, das dann nur würden so, wir, so ein Mattpuder, ne? Also, ja, wenn wir jetzt keinen Puder drauf hätten, dann würden wir scheinen hier, wie die leuchten, ja. Ja, und wir überlegen auch immer, ob die T-Shirts zueinander passen. Aber also ich würde jetzt mein Pinkes nicht ansehen. Ja, aber dass wir nur versteht, weißt du, wir sind jetzt nicht auch wiederum, wollen wir euch hier nicht irgendwie richten, ja, und irgendwie anfangen von wegen hier so die Superheiligen zu machen, sondern es gibt bestimmte Sachen, die natürlich richtig sind. Zum Beispiel auch für eine Frau, das muss man auch mal sagen, eine Frau will sich schön machen, das ist auch ganz normal. Steckt in ihr drin. Ja, und das ist auch richtig. Ist von Gott auch so gedacht. Genau. Ja. Und dann übrigens ein Mann nicht. Ein Mann, der soll eher Entscheidungen treffen, der soll Verantwortung tragen, aber ein Mann soll nicht unbedingt die Schönheit in Person sein und eine halbe Stunde vorm Spiegel stehen. Dafür, das findest du auch nicht. Es ist nicht, der einzige Mann, glaube ich, in der Bibel, der richtig schön war, Absalom, der war ja nicht so. Das war jetzt nicht so das Paradebeispiel. Ja, das war jemand, der so richtig schön war. Aber ansonsten hast du nicht so viele Personen, die in der Bibel genannt werden, wo man sagt, oh, das war ein richtig schöner Mann. Ja? Mhm. Aber eine Frau, ja, da findest du einige, ja, die richtig schön war, wie Esther zum Beispiel, ja, wie Rebecca. Gibt natürlich auch wie, bei David und so oder Moses, der auch schön, aber das ist manchmal auch auf mehreren Ebenen schön, moralisch schön auch, ja. Ja, also deswegen, da haben wir auch eben kurz drüber geredet. Ja. Jungs, ja, es gibt Trends. Ihr seht das ja auch auf YouTube und so weiter, dass die Jungs jetzt anfangen, sich Make-up zu machen, Wimpern und so. Bitte. Also lieber Hanteln als Puder. Dann bitte. Bitte. Ja, das ist einfach doch mehr. Also vielleicht, wenn man da so merken, wie Gott es vorsieht, auch gerade vielleicht für euch als Mädels, dass es normal ist, schön zu sein, dann finde ich sehr wichtig, sich bewusst zu machen, dass Kleidung immer irgendwo ein Rahmen ist für meine Persönlichkeit. Mhm. Und dass man sich auch mal fragt, ist denn der Rahmen für mich als Christ passend? Was strahle ich aus durch die Art, wie ich mich anziehe? Mhm. Wie willst du rüberkommen? Mhm. Willst du so ein Sexsymbol sein? Mhm. Ja, für die 10 Jungs, die da stehen und die so einen ersten Blick auf dich werfen? Mhm. Oder willst du wirklich Tiefgängigkeit auch ausstrahlen. Mm. Ja, das finde ich was sehr Schönes, wenn man bei einer Frau auch sieht, die hat mehr zu bieten als nur einen Ausschnitt. Mm. Und da kannst du halt in das eine Extrem fallen, ja, dass du halt, wie wir schon gesagt hat, jemand bist, wo man hinguckt und denkt sich, boah, ist die sexy, das ist ja echt der Wahnsinn. Oder du kannst jemand sein, wo man sich denkt, alter Schwede, weiß sie noch nicht mal, dass es vielleicht irgendwie was gibt, was man darauf machen kann auf die Pickel, ja. Also einfach, nein, also ich glaube nicht, dass Pickel sind definitiv, will ich mal sagen, Produkt von einem Sündenfall. Ja. Und wie möglich auch. Aber ich natürlich gibt es, das ist nicht, Gott will nicht, dass du rumläufst wie so ein Besen, ja, sondern das ist einer Frau gegeben, dass sie sich schön machen will. Aber ich glaube, dass wir ziemlich genau wissen, was in einem Rahmen ist und was nicht in einem Rahmen ist. Nämlich versuch einfach so zu sein, dass du nicht unbedingt total auffällst. Ja? Genau. Und auch nicht sexuell aufreizend bist und andere Männer zu unreinen Gedanken verführst. Das muss man sich einfach auch mal bewusst sein, dass unsere Welt so sexualisiert ist. Und wenn man zum Beispiel als Christen zusammensitzt und man dann auch nicht mal da weiß, wo man überhaupt hingucken soll, weil man sich beschmutzen würde, das ist sehr schade. Dann sagen die jetzt sofort, dann würden jetzt sofort irgendwelche Feministen sagen, ja, das müssen aber die Männer müssen da doch einfach ihre Gedanken beieinander haben. Nee,
Genau. Sorry, wir müssen da wirklich ganz, ganz ehrlich sein. Hört euch die Debatten an, die in der Welt sind, ja, die da laufen. Die sind nämlich sehr, sehr ehrlich. Ich würde mal sagen, es ist ein ganz gutes 50-50. Ja. Ja? Ja. Du kannst nicht einfach nackt rumlaufen und sagen, ihr müsst woanders hingucken. Das geht nicht. Ich würde da sagen, das ist ganz gute 50-50, die da arbeiten müssen. Ja. Ja. Absolut. Genau. Und ich vielleicht einfach, wenn wir so über Schmuck und Darstellen reden, auch einfach diese Bibelverse dazu, die sind sehr krass, aber lasst uns back to the word auch da machen. Ja. 1. Petrus 3, da wird über die Frauen gesprochen und da wird in 1. Petrus 3, Vers 3 gesagt, deren Schmuck nicht der äußere sei, durch Flechten der Haare und Umhängen von Goldschmuck oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Also überlegt mal solche Aussagen, ja, in unserer Zeit. Mhm. Alle putzen sich raus, um auf den ersten Blick aufzufallen. Ja? Mhm. Man will sexy sein, man will von den Jungs angeguckt werden. Gott sagt, dein Schmuck soll dein innerer Mensch sein. Mhm. Es ist normal, dass du dich schmückst. Und es ist auch so blöd, dass wir so Debatten über Christen, unter Christen haben. Wie viele Ketten oder darf ich jetzt ein Ohrring oder darf ich das, darf ich, da geht es überhaupt nicht drum. Mhm. Ja? Du sollst eine Frau angucken, sie darf schön sein, aber was strahlst du aus als Schmuck? Mhm. Hast du so einen sanften und stillen Geist, wo Gott sagt, hey du bist so kostbar für mich, ja? Was du ausstrahlst, das ist doch super schön. Mhm. Ganz andere Ebene. Mhm. Ja, wunderbar. Ich glaube, es gibt noch Timotheus. Ja, die können wir hier einblenden, dass ihr die Stelle auch noch lest. Und vielleicht zum Abschluss so ein Spruch, der mir sehr geholfen hat, hat mal jemand gesagt, Christen sind da, um die Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst zu lenken, sondern auf Christus. Und deswegen sollte man nicht der Erste sein, der das Neue ausprobiert und auch nicht der Letzte, der das Alte weglegt. Auch mal bei Klamotten, einfach mal ein Praxistipp, ja, dass wir die Aufmerksamkeit auf Christus lenken. Ja, wunderbar. Also, dabei lassen wir es erstmal. Ihr seht, das ist auch, manche Sachen sind natürlich klar von der Bibel, wie wir die belegen. Mhm. Manche Sachen sind auch Ermessenssache, ganz klar. Das wissen wir auch. Aber wollten sie euch einfach vielleicht als Big Brothers mal weitergeben. Ja, gut, letzter Punkt. Christ und Karriere. Das ist wichtig. Ist wichtig, weil wir möchten, wenn wir darüber sprechen, wir haben einen Wunsch für euch. Das ist, dass ihr... Weißt du, ich denke das immer so. Mir kommt es auf einen Augenblick drauf an. Ich glaube, beim Paulus war das auch so. Das ist der Augenblick, wo du die Krone bekommst und die dem Christus vorlegst. Ja. Und ich stelle mir das immer so vor, vielleicht als Jungs könnt ihr das ruhig nachvollziehen. Weißt du, was ich will? Ich will mit dir, will ich durch den Tunnel laufen, wie in einem Fußballstadion, weißt du? Und ich will dich sehen da. Bevor wir reinlaufen, weißt du, will ich dir in die Augen gucken, einfach sagen, wir haben es gepackt, man. Wir haben genau das gemacht, was Christus von uns wollte. Wir haben es so gut geschafft, wie wir konnten, durch den Heiligen Geist. Und dann reinlaufen ins Stadion, weißt du, und alles, wow. Du kriegst deine Krone, legst sie vor Christus und du kannst sagen, strike. Und das will ich für dich. Ja. Ich will nicht, dass du da durch den Tunnel läufst, weißt du, und mich dann anguckst und sagst, Bro, was hast du nur erzählt? Es ging um was ganz anderes. Mhm. Und ich glaube, so viele müssen dadurch. Es hat mal jemand gesagt, der hat gepredigt, da hat sich ein alter Mann bekehrt. Der hat gesagt, es hat ihm so das Herz zerrissen. Mhm. Der alte Mann hat sich bekehrt, da kam kurz Freude auf. Und danach ein zerrissenes Gesicht, jemand gesagt, ich habe es verschwendet. Ich habe mein ganzes Leben verschwendet. Wie furchtbar ist es. Also wenn wir jetzt darüber reden, über die Sachen, die jetzt kommen, dann möchten wir das genau in diesem Blickwinkel tun, weil wir wissen, dass wiederum, da werden wir auch wieder für gekreuzigt, ja, weil das sagt ja auch wieder kaum jemand, aufzupassen mit deiner Karriere. Genau, wir haben ein sehr verzogenes Bild heute unter Christen. Also wenn man die Bibel aufschlägt, manche Stellen, die muss man irgendwie so, weiterlesen, weil wir können damit nicht mehr viel anfangen. Ja. Und ich muss von mir wirklich selbst bekennen, als ich in der Jugendzeit war und überlegt habe, was studiere ich, da war wirklich so meine Traumvorstellung, in ein schickes Auto und also ein cooler, richtig cooler Geschäftsmann zu sein, der so seine Anzugjacke hinten in seinen A8 hängt oder sowas, ja, und seinen Aktenkoffer dann ablegt, wo alle coolen Sachen drin sind, die man so als Businessman auch braucht, der überall irgendwelche großen Verhandlungen mitmacht, der anerkannt ist, viel Geld hat, gerne irgendwo diskutiert und managt und das war so mein Ziel. Auf der anderen Seite so ein bisschen auch geistlich. So ja klar, also ein Liedvorschlag in der Gemeinde ist auch gut. Richtig gut, ja. Genau. Und morgens Kalenderzettel lesen. Ja. Ja. Aber da habe ich gemerkt nach einer Zeit, dass das total anders ist, als was
der Herr vorstellt als Lebensziel. Und deswegen möchte ich mal einen Vers vorlesen aus Lukas 16. Der ist sehr, sehr grundsätzlich und der ist sehr krass. Und der zertrümmert diese Träume, glaube ich, wenn man die so vor Augen hat. Bei mir war es so, ja. Lukas 16, Vers 13, da sagt der Herr, kein Hausknecht kann zwei Herren dienen. Übrigens mal so eine Aussage, es geht nicht. Ja, aber kann man nicht? Nein, es geht nicht, es geht nicht. Man kann nicht zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Mammon ist so ein Ausdruck für das irdische Materielle, wo man eben rein investiert. Also er sagt eigentlich, wenn du diese Sache viel Aufmerksamkeit zuwendest, dann verachtest du Gott. Das ist einfach da, das steht da einfach indirekt drin. Und dann geht's weiter. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren. Und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst vor den Menschen als gerecht hinstellen, Gott aber kennt eure Herzen. Gott kennt eure Herzen. Gott sieht, was in deinem Herz drin ist, was du für einen Karriereplan für dich hast, wo du auf der Businessleiter hochklettern willst, in welchen Wirtschaftshimmel du kommen willst. Ja? Und dann steht ein ganz krasses Prinzip dahinter, Lukas 16, Vers 15 am Ende. Denn was unter Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Und das hat mich echt schon oft schockiert, dieser Satz, den der Herr gesagt hat. Wenn du nach hohen Dingen strebst auf dieser Erde, dann tust du etwas, was ein Gräuel ist vor Gott. Punkt. Ja, das ist sehr interessant. Das fand ich sehr gut, wie du es erklärt hast. Also du kannst nur eine Karriere haben. Und bitte glaub mir, das ist nicht was, das kannst du allein im natürlichen Leben schon verstehen. Schau mal, es gibt Jugendliche, die haben jetzt dein Alter. Weißt du, was die im Kopf haben? Die nächste Olympiade. Weißt du, was die machen? Wenn die irgendwo abends essen gehen, dann besaufen sich irgendwelche Leute, dann sagen die, nee, sorry, es geht nicht, ich muss morgen ins Training. Ja? Dann stehen die morgens um 5 Uhr auf, ja, und dann laufen die 2 Stunden lang, dann machen die 4 Stunden Krafttraining, danach die ganze Zeit, 4 Jahre lang. Weißt du warum? Weil die einmal im Leben wollen die auf so ein Podest steigen, ja, und wollen dann ihre Goldmedaille in die Luft heben, ja, einfach sagen, ich hab's gepackt. Und dann, da 4 Jahre lang arbeiten die wie die Sklaven dafür. Wenn du denen sagen würdest, ja, du kannst das eine und das andere machen, würden die dir ins Gesicht gucken und sagen, das geht nicht. Und das geht auch für Jesus, das geht auch in der Jüngerschaft, geht das nicht. Ja? Jetzt sagst du ja, ich muss aber auch auf die Arbeit gehen. Ja, ich muss doch noch normal arbeiten. Ja, wir wissen aber, dass da einen sehr, sehr großen Unterschied gibt. Ja, erstens mal, es muss nicht jeder sein ganzes Leben verbraten für Nestlé, für Caterpillar, für alle möglichen, für Adidas, Coca-Cola und so weiter. Nein, es muss nicht jeder. Ja, ja. Das machen ThyssenKrupp oder was Deutsches, ja. Ja. Sondern vielleicht ruft der Herr dich, ja, irgendwo nach Afrika zu gehen, da ein Jahr zu arbeiten und dann irgendwie von irgendwelchen Leuten durchstochen zu werden oder gesteinigt zu werden. Vielleicht ist das dein Weg und das ist im Reich Gottes, ja, ist es ein super erfolgreiches Leben. Wenn du das nicht glaubst, dann musst du einfach nochmal kurz gucken, wer Jesus Christus war und wer seine 12 Jünger war. Dann wird dir das vielleicht irgendwie klar, wem du gefolgt bist. Und dann musst du vielleicht einfach nochmal kurz die Kosten überschlagen, was das war. Das ist nämlich, was dein Herr, wenn du dich Christ nennst, was der gesagt hat. Ja? So, und wenn du das widerspiegelst in deiner Firma, da wo du hingehst jeden Tag, das ist völlig okay, ja, weil dein Herr natürlich auch darüber gesprochen hat, über die Sachen. Ja. Aber das ist diesen Punkt, der musste erstmal für dich klar sein, weil der ist bei vielen Christen nicht klar. Weil in dem Augenblick, wo das, was ich gerade genannt wird, da fängt man sofort an ausgerechnet zu machen, ja, es ist ja heutzutage nicht mehr aktuell. Ja, oder muss Philemon war auch reich. Ja, Philemon war auch reich, wunderbar. Ja. Danke, Philemon. Für deine Dienste, die du zerließen hast, ja. Genau. Für uns, vielleicht will ich mich mal so sagen, ja. Wir sind ja auch welche, die arbeiten, ja. Ich habe eine Firma nebenher, du arbeitest als Arzt, ja. Deswegen, glaube ich, können wir ganz gut darüber reden, ja, über die Sache. Wir sind eigentlich im Leben wie du. Ja? Wir sind ja nicht irgendwelche Leute, die jetzt vollzeitlich irgendwo in der Gemeinde angestellt sind und da arbeiten, ja? Sondern wir sind eigentlich wie du. Aber wir haben trotzdem mal in unserem Leben, haben wir gesagt,
das machen wir nicht. Genau. Ich weiß zum Beispiel von dir, Chris, ja, du könntest hochsteigen, das seht ihr ja. Ja? Der Chris hat Fähigkeiten, der könnte locker zum Oberarzt und so weiter und könnte da Karriere machen. Das wäre überhaupt kein Problem. Für mich persönlich, ich habe irgendwann mein CV genommen, ich war in einer großen Firma und habe mir gedacht, weil ich mit dir reden will, ja, habe ich irgendwann mein CV genommen und habe mir gesagt, okay, das war's. Okay, ich werde nicht in dieser Corporate-Sache, werde ich in diesen großen Firmen, werde ich aufsteigen. Und die Leute, in dem Augenblick, mein Chef, ja, der hat mir gesagt, Natter, bist du verrückt oder was? Ja, das fängt doch jetzt gerade an. Du hast jetzt gerade für uns den Markt eröffnet. Ja, jetzt geht's doch gerade richtig los. Und das zeigt, dass das Opfer ist einfach nötig, um die richtige Karriere zu machen. Ja, ja. Christ und Karriere ist schon richtig, aber eben genau. Am richtigen Arbeitsfeld. Und da denke ich doch gerade an diesen berühmten Spruch von dem Jim Elliot, der ist einfach gut, ja, weil er hat das auch so gelebt. Sehr, sehr gut. Da hat er ja gesagt, der ist kein Narr oder kein Dummkopf, ja, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Mhm. Darum geht es letztendlich. Es geht wirklich um Dinge auch hinzugeben, um auch eine Karriereaussicht, die du vielleicht von deinem ganzen Umfeld, wo du reingepusht wirst, vielleicht von deinen Eltern, von deinem Freundeskreis, wo du sagst, ich entsage dem, um im richtigen Bereich Karriere zu machen. Mhm. Ja. So, und das will jetzt nicht heißen, dass jemand, der jetzt irgendwie bei irgendwelchen großen Firmen oder auch in kleinen Firmen irgendwo versucht, sein Bestes zu geben, dass das falsch ist. Überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht, ja. Du kannst Geschäftsführer irgendwo sein, ja, und das ist hundertprozentig, wo Gott dich haben will. Aber, wenn du ein Problem hast, dir ein Jüngerschaftsbuch durchzulesen, dann bist du an der falschen Stelle. Wenn das für dich, wenn du nicht sagen kannst, Amen, ich bin Geschäftsführer, weil ich hier sein soll, wenn du das nicht sagen kannst, dann musst du wirklich ins Gebet gehen, ja. Und auch die Karriereleiter hochleiten, das ist nicht an sich überhaupt nichts Falsches, dass man das mal machen kann, ja. Und wenn er das sagt. Genau. Aber du musst ein Jüngerschaftsbuch durchlesen können, ohne dabei rote Backen zu bekommen. Und es kommt, glaube ich, auch noch ein richtig problematischer Punkt dazu, der sich geändert hat in unserer Zeit, sehr stark zur früheren Zeit, auch zur Zeit der Bibel. Denn in unserer Gesellschaft hat Arbeit eine sehr stark sinnstiftende Komponente. Das merkt man übrigens auch sehr krass in Bezug auf Frauen. Ja? Mm. Man fragt sich immer, muss ich irgendwie bei einem Kind bleiben und mich darum kümmern? Dann, wann gehst du wieder arbeiten? Das ist immer so der erste Punkt. Ja? Warum? Weil Arbeit vermittelt mir Lebenssinn und das ist in der Bibel nicht so gedacht. Mm. Was ist denn Arbeit? Arbeit ist eigentlich ein Fluch, ist eine Folge des Sündenfalls. Ja? Ist etwas, was sein muss, ja, weil die Sünde in die Welt gekommen ist, es ist etwas, wo Gott sagt, es hat natürlich viel Gutes, ja, der Schlaf des Arbeiters ist süß und so weiter, aber also, es ist nicht per se. Arbeit, nicht nur Fluch, oder? Also nein, nicht nur Fluch, ist wahrscheinlich, ist falsch. Ja. Das ist mühselige Arbeit. Das mühselige Arbeit, ja, genau. Ja, ja. Also der Zwang, arbeiten zu, hast du recht, richtig, Adam hat auch schon gearbeitet. Ja, 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 richtig gut. Und das ist auch sehr schön, das Arbeiten, also ich liebe zu arbeiten. Absolut, absolut. Ja. Aber diese sinnstiftende Geschichte, die man der Arbeit verleiht, dass du deine Identität sozusagen erst verwirklichst, wenn du arbeitest, so als Lebenssinn, das ist einfach, das findet man in der Bibel nicht. Ja, Arbeiten ist wichtig, Arbeiten ist richtig, aber nicht eben das, wofür wir, für diesen irdischen Job, wofür wir primär hier auf der Erde gelassen sind. Ja, also das wird uns halt durch unser Umfeld sehr stark vermittelt. Arbeiten dient dazu, was sagt die Bibel, dass man halt sein Brot hat. Ja, das soll jeder haben. Aber nicht, damit ich mein Glück im Leben finde. Ja. Aber Arbeiten, das will ich auch noch zu sagen, Arbeiten, kreativ arbeiten ist eine Art und Weise, wie wir auch Gott zeigen. Weil Gott ist ja auch immer der Kreativ ist, der Sachen erschafft und so weiter. Also das, wenn du jetzt arbeitest, ja, das kann man doch irgendwie auch als Ermutigung sagen. Ja, wenn du jetzt irgendwie auf deinen Job gehst und du musst jetzt ein Programm herstellen, coden oder du musst irgendwie, du bist ein, heute ist ja keiner mehr Töpfer, aber du bist ja irgendwas anderes, was du bist, Maschinenbauer oder irgendwas. Das ist schon, dass wir dadurch auch was von Gott zeigen. Ja, ja, dieses Kreative, dass du dich freust an deinem Werk und so weiter. Also das ist ganz was Wunderschönes. Ja? Arbeiten ist was, aber dieses mühselige Arbeiten, das ist ein, will ich mal sagen, Fluch. Und wenn wir für Christus arbeiten, dann ist es ja auch Arbeiten. Wir lieben das ja auch, für Christus zu arbeiten. Ja? Deswegen wollen wir euch einfach ermuntern, vielleicht am Ende, ja, einfach Vollgas für Christus zu geben. Alles, was wir jetzt besprochen haben, schaut nochmal nach in der Bibel, genau. Dass ihr das wirklich auch für euch ergreifen könnt, ja, dass ihr sehen könnt, das kommt aus der Bibel heraus, was die da sagen, das entspricht dem Geist der Bibel und wir wünschen euch einfach, dass ihr eine Freude habt, ja, und dem Herrn hinterher rennt, er ist einfach wunderbar. Eine gute Karriere sagen. Macht im Reich Gottes. Ja, wunderbar. 48 Minuten und du bist immer noch hier.
Wahnsinn. Du hängst zu viel im Internet. Ja, hör auf damit. Das wollten wir dann noch sagen. Ja, vielen Dank. Das war echt mal ein Longform-Video, wie man so sagt. Das war für uns auch mal interessant, das einfach mal so zu machen. In einem durch. Hoffen, dass euch das geholfen hat. Wenn ihr das gerne habt, dieses Format, lasst uns einfach unten ein paar Kommentare noch liegen. Wir gehen darauf ein. Ja, es ist echt halt ein Anliegen gewesen, dass wir ja die Fragen auch beantworten wollen, ne? Die auch gestellt wurden im Livestream, in den Kommentaren. Und haben wir versucht, mal so eine erste Fraktion zusammenzupacken. Wir sind nicht top da drin, Fragen beantworten in der Schnelligkeit. Aber wir tun unser Bestes, uns zu verbessern. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.